ganz, ganz neues Viertel. Und ich war froh, dass ich das entdecken durfte, weil es einfach unheimlich hübsch ist und halt total kulturträchtig. Also es gibt Ausstellungen, es gibt Museen, es gibt Galerien, also wirklich viel zu entdecken. Zwei Moscheen gibt es da auch, die sind sehr, sehr schön. Und es gibt diese berühmten Pigeon Towers, das sind so Taubentürme. Was mich irritiert hat, war, da waren nicht nur Tauben drin, sondern ganz viele andere lustige Vögel. Aber es war einfach ein richtiges Gewusel an diesen Türmen. Viele Vögel und alle am Zwitschern. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Ich freue mich total, weil heute das traditionelle Dao-Festival stattfindet, zu Ehren der alten Holzboote. Das gucken wir uns jetzt mal an. Soll ich ehrlich sein? Ich dachte mir, Dao-Festival. Naja gut, wir gehen da mal hin und dann langweilen wir uns ein bisschen und gucken so alte Boote. Ganz ehrlich, das habe ich gedacht. Aber dann war da total die Party los, Rock'n'Roll, weil der Vater vom König war da, der ältere Bruder vom König war da, irgendwie zigtausend Fernsehsender, Kamerakräne, unfassbar viele Menschen, Musik, alle am Tanzen, Essensstände, im Wasser waren unglaublich viele Boote, eben diese Daos, dann war da irgendwie noch so eine Polizeischiffsshow und ich stand da so und dachte mir, gar nicht langweilig. Ich komme in irgendeinem Film, wenn ich ehrlich bin, weil die ganzen Boote irgendwie, die da und auf dem Meer, denn die ganzen Polizeiboote und alle lassen total aus, weil eben der Vater des Königs da ist und das ist irgendwie wunderschön. Ich habe sowas noch nie erlebt, das ist krass. Der Menschenauflauf ist krasser, als wenn Justin Timberlake irgendwo auftaucht. Definitiv. Das ist ein richtiger Hotspot. Das ganze katarische Fernsehen ist da, Presse. Also ganz im Ernst, es ist irgendwie totaler Celebrity-Auflauf hier. Abgefahren. Und schön irgendwie. Die ganzen Daos, die sind extra aus Indien gekommen. 45 Tage sind die gefahren. 45 Tage, nur um für den König zu bekommen. Irre, oder? Und jetzt kommt gleich der Vater des Königs und wir stehen sozusagen in der Frontrow. Total abgefahren. Das ist ja krass. Wir stehen direkt am Königsteppich. Ich hoffe, ich erkenne den. Welcher ist es denn? Oh, er. Wahrscheinlich ist er das. So you do it because it's fun for you, or you do it because it's your real job? Both, actually. No, it is not my real. It's a nice boat. Er war total nett. Ich habe ihn gefragt, was genau er macht und ob er das halt als Job macht oder ob es sein Hobby ist. Und er hat mir erzählt, dass es ihm einfach Spaß macht, diese Boote zu reparieren und eben die gerosteten Nägel auszutauschen und das Boot zu untersuchen, ob irgendwelche Lücken da sind, die das Boot eben beschädigen könnten. Und er meinte, es macht ihn einfach glücklich, an dem Boot zu arbeiten. Das war so ein wunderschöner Tag. Es ist irgendwie so viel passiert, mit dem wir gar nicht gerechnet haben. Und jetzt sind wir auf diesem Festival und lassen hier einfach mit dem Team zusammen den Abend noch ausklingen. Werden noch lecker was essen, ja, und genießen einfach diese wunderbare Atmosphäre und die tolle Stimmung am Strand hier. Die Faszination von Katar ist für mich eben diese Mischung aus moderner Welt und aus Tradition. Es gibt ganz, ganz viel Modernes, was nach Aufbruch einfach schreit, wo man Konsum hat, wo die Leute sich modern kleiden, wo man einfach sehr, sehr europäisch sich fühlt. Und dann gibt es eben ganz viel Traditionelles, diesen traditionellen Kleidungsstil, die Sprache, die ganze Architektur. Man läuft in den alten Souks rum und das zusammen in Kombination ist total faszinierend. Da vorne ist gerade so ein Soundcheck für so ein Event. Und er sagt immer, au, 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 au. Also wenn die noch eine Moderatorin brauchen, ne? Ich kann auch Arabisch.